Hallo Leute, in diesem Video soll es um den Verbrauch des Nissan Leaf gehen, beziehungsweise um die Verbrauchsfahrt, die ich jetzt gerade diese Woche unternommen habe. Vorab muss man natürlich sagen, das ist eine Dauerwerbesendung, weil verschiedene Marken und Produkte genannt werden. Ich bekomme kein Geld dafür, von niemandem. Verbrauchsfahrt. Ich wollte jetzt die nächsten Tage ein paar Verbrauchsfahrten machen und dokumentieren. Mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Hier auf meiner Pendelstrecke, die A57 Köln-Krefeld. Ich habe jetzt gestern den Bordcomputer mal genullt. Bin jetzt also gestern zwei Fahrten und heute noch die Heimfahrt. Dann 3x 55 Kilometer. Und wir haben jetzt gerade aktuell 6 Grad. Draußen. Heute Morgen waren es glaube ich 2. Das heißt, man muss ordentlich heizen. Man muss aber die Scheiben frei machen. Gestern hatte ich gefrorene Scheiben. Noch kälter als heute. Und ja, das sind jetzt, sage ich mal, ich bin jetzt noch nicht ganz zu Hause, sind noch ein paar Meter, aber ich bin jetzt 145 Kilometer gefahren. Habe versucht 130 zu fahren, das ging heute Morgen auch ganz gut. Jetzt hier auf dem Rückweg Neuss, viel Verkehr, da ist nicht an die Geschwindigkeit zu denken. Vorher ging es ein bisschen zügiger, nachher geht es auch wieder ein bisschen zügiger. Aber ich komme jetzt nur auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 59 km/h aktuell. Ist ja auch mal ein bisschen Stadtverkehr dabei, Krefeld. Also 145 Kilometer jetzt gefahren, 59 Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich war jetzt 2 Stunden 26 unterwegs dafür. Jetzt ist der Durchschnittsverbrauch bei 19,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist echt hoch. Ja, das sind halt die 130 km/h. Aber die 100 mit 130 km/h fahre ich den Wagen im Sommer vielleicht um die 17, zwischen 17 und 18. Hier muss man dazu sagen, hier im Flachland. Also hier ist Topografie. Ist nichts eigentlich. Gefälle nicht wirklich vorhanden. Also das ist wirklich das platte Land. Sodass die Topografie da eigentlich keine Rolle spielen sollte. Jetzt spielt vielleicht der Wind ein bisschen eine Rolle. Also sind so ein bisschen Böen. Ganz ekliges Wetter, 6 Grad, fieser Wind. Wenn der jetzt von vorne kommt, dann drückt das natürlich auch ein bisschen auf den Verbrauch. Heizung definitiv. Ich habe mal vorhin das Auto gestartet, lief's bei angemacht. 3,5 kW zieht da also die Heizung auf Stufe, Gebläsestufe 2 und 19 Grad. Also ich stelle die Heizung meistens nur auf 19 Grad ein, weil das schon ziemlich warm ist. Also 21 Grad, das ist viel zu warm. Halte ich gar nicht aus. 19 Grad, Gebläsestufe 2, Sitzheizung ein bisschen an am Anfang, morgens Lenkradheizung an. Jetzt sind wir aber 19,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, sehr hoch der Verbrauch. Ja, mal gucken, ich werde das Ganze mit 140 km/h auch mal versuchen, aber ich glaube, das werde ich nicht machen hier auf meiner Pendelstrecke, weil wie gesagt, Geschwindigkeitsbegrenzung und viel Verkehr. Das wird mit so einer 140 km/h Fahrt eigentlich nichts werden. Kann ich vergessen. Aber dann werde ich mal ein paar Tage 120, 110, 190 und das Ganze mal versuchen so ein bisschen zu dokumentieren. So eine kleine Videoreihe. Ja, habe ich schon mal so einen Ansatz gemacht, mal so ein bisschen aufgeschrieben. Aber ich will das Ganze jetzt an ein paar aufeinanderfolgenden Tagen machen, bei gleichem oder ähnlichem Wetter. Es nützt ja jetzt nichts, den Tag, die Fahrt heute mit einer Fahrt im Sommer zu vergleichen. Das nützt nichts. Ja, nee, 130 wird heute eher nichts, wie es hier aussieht. Es ist halt auch nur zweispurig hier, viel Verkehr. Der November ist meiner Meinung nach der schlimmste Monat zum Autofahren. Ich habe da immer den Eindruck, da sind alle auf der Straße. Nicht alle,
Niemand hat irgendwie Urlaub, ne? keine Schulferien, keine besondere Urlaubszeit. Der November ist echt so der Monat. Alle arbeiten da irgendwie durch. Das Wetter ist Mist. Vielleicht sogar die paar Leute, die irgendwie mit der Bahn oder dem Fahrrad fahren, die sagen auch, nee, das ist mir zu kalt, das ist mir zu blöd, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre mal eben zur Arbeit. Also ich habe echt das Gefühl, November ist schlimm, im Dezember ist ja schon wieder so ein bisschen Vorweihnachtsstimmung und schon wieder irgendwie Urlaubszeit ein bisschen und dies und jenes. Aber November finde ich jetzt, habe ich jetzt so seit 5-6 Jahren bei Heber Pendel die Erfahrung gemacht, ist eigentlich der schlimmste Monat. Ist morgens um 6 schon Stau teilweise, nachmittags ist ja eh klar, blöder Verkehr. Ja. Also das hier mit so einer 130er Verbrauchsfahrt ist eher schwierig. Mache ich vielleicht nochmal, wenn ich wirklich irgendwo anders mal hin muss und mal freie Fahrt habe. Obwohl, eigentlich ist die Strecke ja super schön für solche Fahrten, für solche Tests, sag ich mal, weil die eben flach ist. Wenn man irgendwo Richtung Süden fährt oder so, das bergische A1, vielleicht Richtung Dortmund, da geht es ja nur rauf und runter erstmal. Oder irgendwie die 61er, die 3 Richtung Süden. Da ist die Topografie dann auch so eine spannende Sache. Aber das hier ist wirklich eine schöne, neutrale Topografie. Das ist eigentlich für einen Test ideal. Aber man müsste sich dann eher nachts ins Auto setzen. Für sowas. Besonders wenn man nicht 140 oder 144. Also der Wagen laut Tempomat fährt maximal 144 Stundenkilometer. Ohne Tempomat, wenn man selber ein bisschen das Pedal betätigt, läuft der 150. Könnte man ja auch mal testen, obwohl das ist nicht Sinn der Sache. Das ist ja, dafür ist das Auto nicht gemacht. 150, ein Elektroauto, außer Tesla vielleicht. Ist jetzt nicht so. Dafür sind die Autos nicht gemacht, das muss nicht sein. Ja, ja, 19,6. Trotz, ne, jetzt deutlich weniger als 130 km/h. Man sieht es ja an der Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist jetzt 61 km/h. So, ich brauche noch 10, 15 Minuten bis nach Hause. Ich pausiere das Video so lange und melde mich dann noch mal ganz kurz, wenn ich zu Hause bin, mit den aktuellen Zahlen dann. Und dann kann man da so ein kleines Fazit ziehen und ja, von dieser kleinen Verbrauchsfahrt dann eben das Fazit ziehen, ja. Ich melde mich also wieder, wenn ich zu Hause bin. Bis gleich. So, da bin ich wieder bald zu Hause, sind nur noch ein paar Minuten. Es hat sich natürlich nichts Spannendes verändert hier an meinen Verbrauchsangaben. 19,5 Kilowattstunden sind es jetzt. 62 Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeit, also es war einfach kein schnelleres Fahren möglich. Was vielleicht noch ganz interessant ist, den Fahrcomputer 1, also den 2 habe ich zurückgesetzt jetzt für diesen kurzen Test. Den Fahrcomputer 1, den habe ich noch nie zurückgesetzt. Das heißt, der ist seit Überführung des Autos, seit März, läuft der jetzt, ja, also der zeigt 999,9 Kilometer an, ja, das kann nicht mehr. 91 Stunden 18 Minuten zeigt er an, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 43 km/h und der zeigt an 14,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer mein Gesamtdurchschnittsverbrauch, seitdem ich das Auto habe, also seit 17.200 Kilometern mittlerweile. 14,8. Das war der kalte Frühling, März, April, ne? Da wurde es ein bisschen wärmer, dann kam der Sommer, dann kam der heiße Sommer. Jetzt der milde Herbst, warme Herbst, jetzt die letzten kalten, eisig kalten Tage sozusagen im November. Und der Durchschnitt ist bei 14,8. Der ist eigentlich jetzt noch, das ist nicht so schlecht, mal gucken. Jetzt die ganz kalten Monate kommen ja noch. Geht es bestimmt noch ein bisschen rauf, aber 14,8 als Gesamtdurchschnitt für jeden Tag Autobahn. Und ich fahre ja 90-95% aller Fahrten bei mir sind Autobahnfahrten. Naja, unterschiedlich schnell sicherlich, je nachdem wie der Verkehr das zulässt.
hin und wieder auch mal zu Testzwecken auch mal eine Fahrt 90 in einem ausreichenden Abstand hinterm LKW oder so, habe ich auch gemacht. Aber im Alltag fahre ich eigentlich 120, 130, wenn es geht. Und dafür, ja, dafür ist es halt super, 14,8, aber ja, sind da halt doch schon so, wahrscheinlich sind es die vielen kurzen Fahrten, vielleicht auch in der Stadt oder mal hier was besorgen, mal da was, mal einkaufen, die den Schnitt so senken. Also in Summe kann ich ja sagen, von diesen 17.200 Kilometern sind bestimmt 90 oder mehr Prozent Autobahn. Aber die vielen langsamen Fahrten in der Stadt, die sind mit Sicherheit die, die den Durchschnitt so senken. Bei 14,8 sind bei 130 nur auf der Autobahn nicht zu machen mit dem Auto. Nee, nee, kann nicht. Funktionieren. Genau, das ist der Gesamtdurchschnittsverbrauch. 14,8, jetzt schalten wir nochmal Computer 2. Ja, ich bin jetzt gleich angekommen, 19,3 der Durchschnitt mit Heizung, wie gesagt, Sitzheizung, Lenkradheizung, was man dazu machen kann. Aber es ist recht hoch. Das ist, ja, das ist also, sieht so aus, als wäre einfach 130 für dieses Auto keine vernünftige Geschwindigkeit, eine sinnvolle Geschwindigkeit. Ist schon ein bisschen über diesem Punkt. Da wird der Luftwiderstand auch schon einfach so groß. Das macht dann vom Verbrauch her keinen Sinn. Also sieht auf Dauer wirklich so aus, als wäre vielleicht 120 oder 110 hier die deutlich bessere Wahl. Probiere ich mal aus. Mal die nächsten Testfahrten mal mit reduzierter Geschwindigkeit unternehmen. Hoffentlich auch ein bisschen konstanter möglich, ohne viel Stau oder so. So, ich habe das Auto voll geladen heute auf Arbeit. Es war vorhin bei 100%. 208 Kilometer hat es vorhin angezeigt. Jetzt sind wir bei 66% und 143 Kilometer. Okay, das ist ja nicht so schlecht, ne? 208, 58, 63. Ja, es sind tatsächlich 55 laut Google Maps zu fahren oder auch sonst laut Tacho. Ist gar nicht so schlecht. Aber im Sommer kam ich eigentlich nach Hause und hatte noch 75 oder 77 Prozent Restreichweite, je nach der Fahrt. Da machen die Temperaturen sich bemerkbar. Da geht der Verbrauch in die Höhe. Heizen. Böse Sache, wie gesagt. Ich habe ja gesagt, vorhin im Stand 3,5 kW Heizung, Heizverbrauch, also trotz Wärmepumpe. Man sieht bei LeafSpy ganz schön den Heater, also die PTC-Heizelemente, die auf jeden Fall auch noch anspringen, wenn es richtig kalt ist. Also da reicht die Wärmepumpe alleine nicht aus, damit quasi noch zusätzlich rein elektrisch mitgeheizt. Das sieht man dann an der Heizleistung. Also der, wie gesagt, der LeafSpy unterscheidet in was die Klimaanlage verbraucht und was die Heater verbrauchen. In Summe waren das irgendwie 3,5 kW. Das ist schon viel. Aber was soll's. Ich bin mal wieder im Dunkeln zu Hause angekommen. Und sag mal, das reicht an dieser Stelle. Und wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschüss.